Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, die Saison ist vorbei. Garcia hat sich einen Titel geschnappt und das Steinmann-Team auch die Konstrukteurswertung. Wir konnten am Ende den Panther nicht mehr abfangen. Die haben ein sehr starkes Ergebnis am Ende auch geholt. Aber naja, mit Platz 7 bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. So, 18 Tage dauert es noch, dann ist die Leistung komplett abgeschlossen. Dann haben wir denn noch hier? Nö, alle werden abgelehnt. Ich will hier keine Boxenkuh aktuell haben. Eine neue zumindest. So, Nachrichten. De Matteo, Zeitliste in Phoenix auf Training. Und Webb hat gewonnen. Das war okay. Veri hat diverse Mal mitgeteilt. Absolut. Absolut nicht. So, es fehlt ein Sponsor. Hier sind die Leistungen, die werden noch abgegradet. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt eine neue Bremsen, es gibt einen neuen extrem harten Motor. Ein neuer Frontflügel. Triebe bleibt. Heckflügel sind wir noch am Ausbauen, ist aber jetzt schon stärker. Und auch die Aufhängung ist jetzt schon stärker. Zack. Willkommen unter den Top 3. Bam. Das ging zügig. Wir haben jetzt aber mit dem viertstärksten Motor, der fünftstärkste Getriebe. Okay, das waren wir vorher auch schon. Die fünftstärkste Bremse, fünftstärkste Frontflügel, viertstärkste Aufhängung und den stärksten Heckflügel. Das ist extrem, vor allem wir bauen ja, es wird ja noch so gesehen ein bisschen ausgebaut. Also, wir sind auf jeden Fall nächste Saison vorne mit dabei. Wir sollten zumindest einigermaßen davon mit dabei sein. Die erste Entwicklung geht vermutlich in die Bremsen, weil die wir noch Zeit schaffen werden. Fürs nächste Rennen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer tritt zurück? Da sind eine Menge, die zutreten. So, Fahrzeugreparatur. Orage dreht zurück. So, Preisgeld. Nehme ich liebend gerne. 50. Wir kriegen auch 50 Millionen. Das ist sehr nett. So, Manager sind. Der von Steinmann. Fahrer ist. Ist das hier wert? Das, wer wählt das? Für mich waren andere Fahrer deutlich besser. Definitiv. Wie lange ist mein Vorsitzender eigentlich da? Vorsitzender, Vorsitzender, wo ist mein Vorsitzender? Komm mal, Vorsitzender. 51, 61 ist der, wir sind 51. So, normalerweise sollten wir genug Geld haben, um das Entwicklungszentrum auszubauen. Schickes Gebäude. Macht 27 Millionen. Ja, das sollte passen. Na, danach haben wir noch so einiges, was bauen können. Okay, ich hätte natürlich auch gerne Straßenwerk und einen Themenpark, aber diesen, ich weiß nicht, wie teuer so ein Themenpark wird. Das werden wir gleich sehen. Oder werden wir im Laufe der Saison sehen. Und das Straßenwerk wird auch extrem gut, weil das einen Millionenpass bringt. So, hat direkt mal das Preisgeld gut genutzt. So. Ardennenwechsel zu Dubai. Schade eigentlich. Ich mag das Rennen. Rosetta Corsa wurde befördert, was zum ZRT-Abstieg führte. Und Girot wird befördert, was zum Krüger-Abstieg führt. War logisch. Was war da mit unserem Namen? Ich habe da irgendwas gesehen mit unserem Namen. Oh, Saisonvorbereitung. Also Vorsaison. Jetzt bin ich gespannt. Also ich bin sowieso in der Saison richtig gespannt. Wenn wir jetzt schon wirklich das drittstärkste Team sein sollen und machen wieder extrem gute Upgrades, sind wir nächste Saison auf jeden Fall dabei, um die Titel zu kämpfen. Diese Saison sollte es eigentlich ein etwas höherer Platz sein als noch diese Saison. Das sollte dann ungefähr Platz 3, 4 in der Teamwertung sein. Ich werde jetzt nicht zu hoch pokern. Aber sollte gut sein. So, jetzt schon Fahrzeugentwicklung freigeben. Wir machen erstmal Sponsor. Machen wir uns mal 1,5 Millionen. Die sind wichtig. Weil so viel Geld werden wir wohl nicht mehr haben danach. Wir holen uns nochmal 20 Millionen. Ja, das ist gar nicht so viel. Corsini ist der günstigste Motor. Oi, oi, oi. 7 Millionen. Wir haben Glück. Also wir sind auf jeden Fall noch im Plus. So, Heck.
Ne, wir machen gerade die Flexibilität. Ist natürlich wichtig. Aber gleichzeitig will ich auch wissen, wie in echt sein. Weshalb ich wieder so eins mache, was eigentlich fließend in den Heckflügel übergeht. Und die Nase, ist klar, geht wieder tiefer. Also, das ist schön altmodisch, ne? Aber ist halt extrem gut für Treibstoff, aber schlecht für die Reifen. So ist gut für die Reifen, aber schlecht für den Treibstoff. Deswegen so ein Mittelding. So, wir haben jetzt knapp noch 7,5 Millionen. Wir könnten knapp noch 7,5 Millionen ausgeben. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die Verträge der Fahrer, ob sich die wirklich noch verlängern lassen will oder nicht. Durchbruch beim Benzinlieferanten. Aber erstmal haben wir Kochbuch. Ja, das ist sehr schön. Quinn. Octane, Eastwood. Eastwood. Eastwood stellt rein das ein. Rein, das wird nicht Meister und dann ist geht die direkt woanders hin. Das ist hart. Und Thornton ist sowieso aktuell auf dem absteigenden Ast und Eastwood eher auf dem aufsteigenden Ast. So, natürlich. Da haben wir schon mal die ersten 2,5 Millionen weg. Reifensimulation könnten wir auch machen. Webster. Wer ist Webster? Yo. Da sind die nächsten 2,5 Millionen weg. Starten wir mit Plus oder mit Minus in die neue Saison. Das ist ein relativ frühes Dilemma. So gesehen Dilemma. Okay, die hat wieder markthaft, könnte Rente gehen. Können wir schon mal sehen, wer ein bisschen so... Was will ich mit Paket? Wer so ein bisschen die Teams wechselt. Obwohl, wir könnten auch warten. Wir gucken, wir warten noch und sehen dann, wer wo am Ende landet. In welchem Team. Ich hoffe eigentlich, dass jetzt kein Dilemma mehr kommt. Also nochmal 2,5 Millionen ist jetzt nicht so schön. So, Lackierung ist dran. War eigentlich nicht so verkehrt, ne? Aber ihr kennt mich, ich ändere es jedes Mal. Es sieht halt so geil aus, sieht aber auch extrem hart nach Dings aus. Wo sie dann extrem weiß sind. Wenn ich es rot mache, dann haben wir keine Nummer. Sieht aber extrem gut aus. Also schwarz sieht da natürlich auch gut aus. Wenn wir jetzt einen roten Flügel machen, sieht das richtig gut aus. Schauen wir uns mal die anderen an, wie das aussieht, wenn man... Okay, das sieht scheiße aus. Muss man sagen. Das hatten wir auch schon mal. So sieht eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus, ne? Wenn man die richtigen Farben dazu legt, sehen manche Sachen wirklich gar nicht schlecht aus. Aber wir nehmen unsere alte Dings, haben wir hier noch? Na, ja, vielleicht nächste Saison. Sie sehen halt eigentlich immer gleich aus, ne? Das ist das Problem. Seit langer Zeit, dass ich mal wieder auch einen roten Frontflügel mache. Normal bin ich aber immer einen schwarzen Frontflügel. Aber wir werden so gehen. Sehr, sehr viel weiß diesmal. Und da es noch vielleicht passt, können wir auch rote Sponsoren nehmen. Ein dick dunkler. So, obwohl ich das Rot allgemein ein bisschen dunkler machen müsste. Wir nehmen 79.000, okay. Zack, damit ich die gleiche Farbe. Müsste ich eigentlich auch machen. So, damit ist da alles gleich. Hier haben wir auch alles gleich, sehr wahrscheinlich, ne, auf FFFF. Ne, FFFF. Und hier auch. Jo.
Ja, wir sind ein bisschen dunkler im Rot wieder. Ich glaube aber nicht das Rot, was wir eigentlich brauchen, oder? Werden wir sehen jetzt. Kommt mittlerweile hin. Warum ist da so ein Sponsor so richtig knallig rot? Ah, nur so rum. Ist ja knallig rot. Gefällt mir eigentlich richtig gut. Vor allem von der Farbgebung ist es ja ungefähr so wie im Anfang. Obwohl das Rot, glaube ich, noch extremer rot war. Also dunkler rot. So, dieses Wochenende werde ich mit ein paar Mechanikern unser Fahrzeug für 2044 zu den Vorsaisonstests schicken, damit die Entwicklungsphase zu Ende. Die anderen Teams werden auch dort sein. Wir werden also sehen, wie wir uns vergleichen mit unseren Rivalen schlagen. Hoffentlich haben die anderen Teams uns nicht technologisch überholt. Außerdem sollten wir die Zuverlässigkeit im Auge behalten. Sollte es Probleme geben, wird das den Fahrer zu schaffen machen. Ja, das werden wir bald sehen. Sieben Teams in der Vorsaison und Vorsaison starten. Nee, Start. Wo werden wir landen? Oh, da ist ein neuer Mann beim Team. Ah, aktuell sind wir nicht so weit vorne. Aber okay, das ist nur, die sind nur die Testfahrten. Beide Fahrer sind zufrieden. Hat einer Probleme? Ja, Ölleck, alles klar. Beide wohl nicht sehr zufrieden mit dem Motor. Mit dem Auto, also mit dem Motor. Das ist natürlich nicht so schön, ne, wenn die nicht so zufrieden sind. Und die erste Saisonrennen in Japan, wie immer. Wir werden aber erstmal anschauen, wer in welchem Team fährt. Damit wir da schon mal einen kleinen Einblick bekommen, mit wem man so kämpfen wird. Also können wir so noch nicht sehen, aber okay. Terrafall wird von Octane. Ist ein neuer Fahrer. Fall. Rheinland bleibt da. Hat es also geschafft, dass Rheinland das Team verlässt. Jotze blieb da. Hilkenbrink fährt weiterhin mit der Blockade. Garcia und Sandbergen. Rheinland bei Eastwood jetzt. Papi ist mit aufgestiegen. Wer bleibt bei Kitano? Pité ist, glaube ich, auch jetzt neu. Eck immer noch bei Kitano. Salihaimo bei Panther. Marquet bei Octane, Sanfred immer noch bei Windsor, Biegemann bei Thornton, auch ein neuer Mann, Valencia, glaube ich, mit aufgestiegen. Viele Fahrer sind gleich geblieben. Muss man sagen. So, Ergebnisse des Vortests sehen nicht so gut aus, 12 von 20. Wir sollten, ich sage mal, 5. Komm, ich gehe mal doch ein bisschen riskanter. Er sieht uns auf Platz 7, ich sehe uns auf Platz 5. Wir kriegen mehr Geld von ihm. Für die Entwicklung 1,1 Millionen. Finde ich sehr schön. Was wir machen ist erstmal. Warum sind wir. Wo ist der Motor hin? Wir sind immer noch Vierter. Wir stellen schon mal ein. Das erste Update. Wird gebaut. Ob wir es hinkriegen, werden wir sehen. Wichtig. Motor. Wir haben jetzt schon über 1000 Punkte. Wow. Motor und Getriebe müssen halten. Obwohl ein Fahrzeug eigentlich immer wichtiger ist als das zweite Fahrzeug, ne? Deswegen ist eher wichtig. Obwohl erstmal Motor und Getriebe ist wichtig. Wenn wir die 80% haben, kann man damit schon einiges machen. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann im ersten Rennwochenende dabei seid, wenn wir ja die neue Saison mit unserem neuen weiß-roten Auto ohne Schwarz angehen. Saisonziel ist sehr hoch gesteckt, muss ich mal sagen. Mal schauen, wie wir uns da schlagen werden. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao!